Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der Société Générale. Der Blick der Börse bleibt auf den Notenbanken. Die Notenbanken setzen nämlich mit ihrer zuletzt restriktiveren Geldpolitik die Börse deutlich unter Druck. Wie Sie aber von steigenden Zinsen profitieren können, darüber spreche ich jetzt mit Arnoush Wilhelms. Herr Wilhelms, ich starte mal direkt mit meiner ersten Frage. Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins ja schon angehoben. Die EZB zieht jetzt nach. Die erste Leitzinserhöhung ist im Juli geplant um 0,25 Prozentpunkte. Es ist die erste Leitzinserhöhung seit 11 Jahren und damit will die EZB die hohe Inflation in der Eurozone bekämpfen. Wie bewerten Sie diese Maßnahme? Ja, also zunächst einmal muss man feststellen, wo wir stehen. Wir stehen ja in Europa immer noch bei einem offiziellen Satz, der unterhalb der Nulllinie liegt. Also insofern ist da viel Luft nach oben. Wenn man so Inflationsraten in Deutschland von fast 8% vergegenwärtigt, wird dieses Mittel wahrscheinlich erstmal noch einige Zeit dauern, bis es da wirklich tatsächlich Kraft entfalten kann. Nichtsdestotrotz sieht man am Zinsmarkt, der hier gehandelt wird, also nicht das, was die Notenbanken machen, sondern wie der Zins gehandelt wird, schon deutlichere Bewegungen. Also zum einen sehen wir das für alle diejenigen, die schon mal überlegt haben, eine Hausfinanzierung anzustoßen, wie sich da die Zinsen in den letzten Wochen und Monaten verändert haben. Also die werden das sehr eindrücklich feststellen. Aber wenn man auf die Märkte schaut, sieht man ja, es werden Anleihen auch gehandelt und die Renditen natürlich auch. Und die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen, die liegen schon bei 1,5%, wohingegen in Amerika der Zinssatz sogar schon über 3% für 10 Jahre geklettert ist. Also hier sieht man schon deutlichere Bewegungen, ohne dass die Notenbanken da vielleicht direkt schon agiert hätten oder in der Intensität agiert haben. Sie haben gerade schon einige Auswirkungen skizziert, Herr Wilhelms. Ist es nun so? Vergangenen Freitag war ja ein bisschen Hoffnung von Seiten der US-Anleger da, dass die Fed den Zins nicht mehr allzu schnell und allzu hoch erhöhen könnte und die Rezessionsangst sozusagen verfliegt. Diese Hoffnung schwappt rüber bis auf den deutschen Aktienmarkt. In den letzten Tagen ist die Hoffnung verflogen. Die EZB sagte auch bei ihrer Sitzung am Dienstag in Portugal, dass sie schnell gegen eine möglich steigende Inflation vorgehen will. Welche Auswirkungen hat das noch konkret auf die Börse? Was müssen Anleger jetzt in so einer Situation beachten? Sollen sie ängstlich sein oder was macht man da? Naja, es ist ja mal ein Betrachtungswinkel, aus welchem Blickwinkel man schaut. Gibt es natürlich irgendwo auch immer Möglichkeiten, davon zu profitieren. So ist das ja auch bei Zinsen zum Beispiel möglich, auf einen Zinsanstieg zu setzen mit zum Beispiel Zertifikaten und dann eben vielleicht andere Positionen, die man hat, abzusichern. Also das ist natürlich immer möglich, aber insgesamt muss man sich natürlich klar werden, dass ein Zinsanstieg eben nicht nur Inflation bekämpft, sondern vor allen Dingen auch ein Bremsfaktor für die Wirtschaft ist. Und das wird dieser Tage ja sehr, sehr intensiv diskutiert, ob, wie und in welcher Form eventuell Rezessionsängste auftauchen und aufkeimen. Und sofern das natürlich diese Ängste dann groß werden oder sogar überwiegen, die würden dann natürlich Zinsfantasie erstmal wieder etwas Wind aus den Segeln nehmen. Also diese Kräfte wirken gerade aktuell und die kann man als Anleger zurzeit sehr eindrücklich beobachten. Und alles in allem, was bedeutet das? Wie kann man sich angesichts der aktuellen Marktlage gut positionieren? Also wenn man auf steigende Zinsen setzen möchte als Anleger, dann kann man das in der Regel nicht direkt tun, sondern muss das indirekt über den Preis einer Anleihe machen. Und wenn wir uns dann mal noch nicht die 10-jährigen Bundesanleihen anschauen, sondern ich will das versuchen, hier für die Zuschauer so gut wie möglich darzustellen. Es gibt nämlich eine Anleihe des Landes Nordrhein-Westfalen, die hatte eine 100-jährige Laufzeit, wurde so um 2019 rum begeben. Und die war zwischenzeitlich bei 200, der Kurs dieser Anleihe. Heute, wenn man den Kurs dieser Anleihe sieht, ist er bei nur noch 77. Der Kurs der Anleihe ist also stark nach unten gegangen, hängt natürlich damit zusammen, dass die Zinsen vor allen Dingen auf 100 Jahre, das ist natürlich ein Zeitraum, der jetzt vielleicht etwas extrem ist, natürlich einen starken Einfluss haben. Wenn da die Erwartung ändert, dann verändert das den Preis einer Anleihe sehr, sehr extrem. Etwas gemächlicher geht es beim Bund Future zu. Das ist die repräsentative 10-jährige Staatsanleihe, Bundesanleihe, also hier der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir uns da den Chart in den letzten 5 Jahren anschauen, dann sehen wir schon, auch diese Anleihe hat verloren. Der Kurs war mal deutlich über 170 und ist jetzt entsprechend runtergefallen. Wir bewegen uns jetzt in ganz anderen Regionen. Und dieses Verhältnis, steigende Zinsen, fallende Anleihekurse oder umgekehrt, fallen die Zinsen, steigen die Anleihekurse, das Verhältnis, das ist fest am Markt etabliert. Das heißt also, wer auf steigende Zinsen setzen möchte, der muss sozusagen auf fallende Anleihepreise setzen, damit er hier entsprechend sich engagieren kann. Wie genau kann man denn auf fallende Anleihepreise setzen, Herr Wilhelms?
Ja, es gibt schon sehr lange im Zertifikatebereich Produktlösungen, mit denen man eben auf fallende Anleihepreise setzen kann. Das sind zum Beispiel Turbo-Optionsscheine, Put. Put bedeutet dabei, man setzt auf fallende Kurse. Und mit diesen Instrumenten kann man zum Beispiel auf einen fallenden Anleihekurs setzen. Ich glaube, wir sehen hier auch gerade im Beispiel ein Produkt, was mit der Überschrift Put ist, wo man eben einen Knockout hat bei 161. Das heißt, der Knockout liegt oberhalb des aktuellen Bund-Future-Kurses. Und für solch ein Zertifikat zahlt man aktuell rund 16 Euro. Und hier ist sozusagen der Hintergrund, dass wenn der Zins weiter steigt, also der Bund-Future weiter fällt, dann hat man hier eben einen positiven Ertrag. Demgegenüber steht natürlich, wenn diese Markterwartung nicht eintritt und die Zinsen wieder fallen, dass eben dann der Bund-Future auch wieder steigt. Und sollte er hier in diesem Beispiel ja genannt die 161 erreichen, den Knockout, dann ist das Produkt wertlos. Also im Prinzip sollte man, bevor man hier investiert, sich erstmal mit den Produkten genauer auseinandersetzen, weil das Risiko natürlich, wenn die Markterwartung nicht eintritt, ist verhältnismäßig hoch. Aber es gibt zumindest mal eine Möglichkeit, wie man eben auf steigende Zinsen sozusagen um die Ecke denkend, also auf fallende Anleihekurse setzen kann. Und ich fasse nochmal zusammen, dafür sollte man auf jeden Fall eine Marktmeinung haben. Welche Chancen ergeben sich daraus und welche Risiken muss man auch in Kauf nehmen, außer den Totalverlust? Naja, grundsätzlich, das Totalverlustrisiko ist sehr groß. Das sollte das Hauptaugenmerk sein des Anlegers, denn in dem Moment, wo der Knockout eintritt, ist der komplette Kapitaleinsatz verloren. Das heißt, es gibt natürlich noch weitere Risiken. Also wenn wir auch Richtung Amerika schauen, da gibt es ja den US-Treasury-Note-Future. Das ist das Pendant zum Euro-Bund-Future und das sind die 10-jährigen US-Staatsanleihen. Da haben wir ja schon gesehen, da ist der Zins ja schon bei über 3% angekommen auf 10-Jahressicht. Aber grundsätzlich haben auch Anleger natürlich im Zertifikatbereich in Deutschland die Möglichkeit, eben auf diesen, also US-Staatsanleihen zu setzen. Und da kann man auch wieder, Call bedeutet auf steigende Anleihekurse, also fallende Zinsen. Und Put bedeutet auf fallende Anleihekurse, also steigende Zinsen setzen. Und man muss natürlich dabei berücksichtigen, in diesem Beispiel, also da hätten wir jetzt noch ein zusätzliches Risiko, weil der Treasury Note Future in US-Dollar gehandelt wird, muss man hier die Währungskursumrechnung mit berücksichtigen. Und am Ende des Tages sind es alles Zertifikate, die von einer Bank herausgegeben werden. Da muss man natürlich das Bonitätsrisiko der herausgebenden Bank noch berücksichtigen. Gibt es außerdem etwas zu beachten, Herr Wilhelms? Ja, grundsätzlich sollten sich Anleger immer informieren, bevor sie die erste Investition tätigen. Also wir haben umfangreiche Informationsmaterialien auch zu diesem Thema zusammengefasst. Vor allen Dingen, weil das Thema Zinsen ja zurzeit in aller Munde ist, haben wir auf unserer Webseite www.sg-zertifikate.de/zinsen alle Informationen nochmal zusammengefasst, vielleicht auch nochmal etwas die Wirkungsweise erläutert, warum denn Anleihepreise fallen, wenn die Zinsen steigen und umgekehrt. Und wer da sich interessiert und einfach nochmal mehr Informationen haben möchte, sollte, bevor er den ersten Trade macht, auf jeden Fall sich informieren. Arne Schwilhens, ganz herzlichen Dank für das Interview. Alles klar, sehr gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Anlageidee mit der Société Générale und bis zum nächsten Mal.